Jetzt aber, hallöchen liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Eevee. Wir gehen jetzt hier rein. Zack, bingo, die Schlüsselkarte hat die Tür entriegelt. Und schauen einfach mal, was hier so los ist im Geschäftsführerzimmer. Herr Präsident, Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie mich täuschen können. Der Meisterball. Er ist längst fertiggestellt, habe ich recht? Die Produktion eines Meisterballs ist aufwendiger, als Sie denken. Und jetzt, wo ich weiß, wer Sie wirklich sind, da will ich ihn auch gar nicht mehr fertigstellen. Wie war das? Sie haben richtig gehört. Wir lassen uns nicht von einer Verbrecherbande erpressen. Meine Firma wird Ihnen nicht dabei helfen, eine Armee starker Pokémon zu erschaffen. Er ist recht nicht basierend auf irgendwelchen gestohlenen Forschungsergebnissen. Na na, unsere Abmachung sah aber anders aus, Herr Präsident. Wenn Sie sich so dreist weigern, ist es Ihnen bestimmt auch egal, was aus Ihren lieben Mitarbeitern wird, oder? Hä? Hallöchen, na, alles frisch bei euch? Sieh an, Trudy ist also auch da, so sieht man sich wieder. Leider haben der Präsident und ich gerade ein paar geschäftliche Dinge zu regeln. Wichtig wie du haben eine Sendepause. Halte dich lieber aus den Angelegenheiten von Erwachsenen raus. Ansonsten wirst du eine Welt voller Schmerzen kennenlernen. Oh, Giovanni, jetzt da zittert's mir aber an der Flöbittchen hier. Uiuiui. Rocket Boss Giovanni fordert mich heraus, du hast ja nur drei Pokémon dabei. Hättest du die anderen mal nicht zu Hause gelassen, hättest du vielleicht auch ein paar Forderungen stellen können, mein Lieber. Schnobbelikat. Los, oder Max? Ich weiß nicht, ob Sodamax jetzt so die beste Idee gegen Snobilikat ist. 39,83. Ja, könnt ihr ja mal probieren. Machen wir erstmal eine Hydropumpe. Eine haben wir ja noch. Mogelhieb. Na, jetzt haben wir keine mehr. Das ist auch schön. Naja. Das Leben ist halt. Oh, doch. Wir kriegen die AP gar nicht abgezogen. Das ist ja ganz schön. Schlitzer. Na, solange das nicht krittet, ist alles gut. Hydropumpe jetzt. Spritz, mein Lieber. Nee. Oh, yes. Das war gar nicht so schlecht. Problem ist, wenn wir jetzt nochmal angreifen, sterben wir wahrscheinlich. Deswegen heile ich jetzt erstmal. Haben wir denn noch was zum Heilen? Ich kaufe ja immer nichts, weil ich denke, das braucht man ja nicht. Ja, jetzt kriege ich die Quittung. Da ist gar nichts mehr da. Mensch. Und da ist ja gar kein Item zum Heilen mehr drin im Beutel. Tja, Giovanni, da weiß ich auch nicht, was ich machen muss. Na, dann gehen wir mal auf Wasabi. Vielleicht geht das ja ganz gut. Ich meine, wir verstehen uns ja ganz gut, ne? So, hier so Wasabi. Pling. Na, geht's gut, Snobilikat? Ein Schlitzerchen machst du. Schlitz. Na, das ist ja alles gut. Dann würde ich sagen, gib mir mal zurück mit Durchbruch. Und dann gucken wir mal, ob das hier alles so gut geht. Ja, Mensch. Weiter so. Gut gemacht, Wasabi. Einmal in die Kamera winken. Guter Junge. Okay, Giovanni, wie wär's? Wenn du jetzt nach Hause gehst, dann können wir das alles vergessen. Das ist alles gut. Rußrachen erreicht Level 51. Jetzt ist es Rihorn. Na, Mensch. Da haben wir doch auch einfach mal drauf mit dem Durchbruch. Ja, komm, Rihorn jetzt. Zeig mir mal, ob dir das Spaß macht, wenn ich dir einfach mal hinten auf den Hinterkopf klöpp. So, zack. Ja, find der nicht so gut, der lebt aber noch. Schlagbohrer. Bzzzt. Ja, das sah irgendwie fieser aus, als es dann am Ende war. So ist das meistens. Im Leben sieht vieles fieser aus, als es dann am Ende mal war. Außer ich. Ich sehe nicht fies aus und bin am Ende sehr fies. So, Giovanni, das war nix. Warum gibt denn das keine Erfahrungspunkte? Aber hey, Schlund kriegt trotzdem Level 51, das reicht uns. Nidoqueen, ach, das kriegen wir hin. Das ist ja ein Gift-Typ, das ist ja schön. Na, Giovanni, ist das deine Frau? Das ist eine nette. Wie heißt sie denn? Wie heißt denn deine gute Frau? Aber das ist doch auch so ein Stereotyp. Du hast einen ganz dürren Mafia-Boss und der einzige Mensch, vor dem er Angst hat, ist seine Frau, die genau so aussieht. Und die nimmt den hinten am Kragen und zieht ihn nach Hause. Ah, Giovanni, was machst du schon wieder? Komm hier nach Hause. Ey, hab ich dir nicht gesagt, dass du das in der Lasse machst? Und dann kriegt er richtig Ärger. Ah, wie konnte ich nur verlieren? Ja, Giovanni, ich habe deine Frau verprügelt. Was machst du denn jetzt? Nein, unfassbar. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde unsere Übernahmepläne der Silph Corps aufgeben. Fürs Erste. Aber Team Rocket bleibt bestehen. Alle Pokémon auf dieser Welt existieren nur zu unserem Nutzen. Vergiss das niemals. Ich ziehe mich jetzt zurück, aber meine Zeit wird noch kommen. Du wirst schon sehen. Oh, da schlottert's mir aber, mein Gutster. Na, wie wär's, wenn sie mal eine Strafanzeige stellen? Das wäre doch mal eine Maßnahme. Ich meine, sie wissen, wie der Typ heißt. Wollen sie jetzt einfach hier rumstehen und... Hallo? Danke, dass du uns gerettet hast. Der Präsident und die Belegschaft sind dir dafür zutiefst verbunden. Ich danke dir für deine Hilfe, mein liebes Kind. Uiuiui. Haha, du hast ja recht. Dich darf ich nicht auslachen, mein kleiner Freund. Ich werde niemals vergessen, dass ihr uns aus unserer Notlage gerettet habt. Und ich will mich dafür erkenntlich zeigen. Hier, ich könnte dir alles geben, was es für Geld zu kaufen gibt. Aber warum machen wir nicht etwas Spannenderes? Du alter Geizkragen! Schwimmst im Geld und speist mich mit einem Zwanni ab! Was soll denn das?
Meisterball. Toll. Danke. Echt. Was du da in den Händen hältst, das findet in Sicherheit in keinem Laden. Das ist der streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du garantiert jedes Pokémon. Wir haben allerdings nur dieses eine Exemplar fertiggestellt. Ich wäre dir also verbunden, wenn du den Meisterball unauffällig einsetzen könntest. Giovanni! Giovanni, ich hab das Ding! Hat geklappt! Der hat uns abgekauft, dass ich gegen dich war! Volltrottel! Hier, Giovanni! Oh, guck mal, die arbeiten jetzt alle wieder. Das tut mir echt leid für die. Ist doch Samstag. Das sind Arbeitsbedingungen hier. In der Silph Company, da willst du auch gar nicht unterwegs sein. Überall Teleporter und keiner arbeitet. Genau wie bei uns auf der Arbeit. So, funktioniert der Drucker? Nee. Doch, das ist doch sehr realistisch. Nee, alle zu Hause ist ja, haben wir am Wochenende. Ist jetzt Wochenende hier? Gut, dann gehe ich auch mal. Tschüss. Schönen Feierabend, Leute. Ich gehe nach Hause. Und noch ein Feierabendbierchen trinken, irgendjemand? Trudi, du bist 12 Jahre alt. Hallo, wo sind die denn alle? Hat Team Rocket die jetzt alle mitgenommen? Haben jetzt keine Angestellten mehr. Tut mir leid, Silph Company kann jetzt leider dicht machen. Devin übernimmt. Hallo? Die Sache mit der Übernahme hat ganz schön einen Verzug gebracht, weil wir die ganze Zeit über nicht arbeiten konnten. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal aufholen. Ja, sehe ich ja, wie toll ihr gerade arbeitet, nicht wahr? Und du chillst ja auch noch ein bisschen. Offenbar waren es Kinder, die ich mit Team Rocket auf der Silph Company vertrieben haben. Das ist keine 5 Minuten her und das war ich, du Vollidiot. Ach, was rede ich denn da? So ein Unsinn. Ja, ja, Arschloch. Sag ich ja. Alle undankbare Scheiße. Ich bring Giovanni jetzt den Meisterball. Jetzt habt ihr jetzt davon. Giovanni kriegt jetzt den Meisterball. Ach, du hast es wirklich geschafft. Du hast Giovanni besiegt, oder? Ich war gerade draußen vor der Stadt, weil ich diesem Atlas auf den Fersen war. Und plötzlich kamen die ganzen Rübel von Team Rocket aus Afonia City rausgerannt. So richtig Hals über Kopf. Was für ein Glück, dass du so ein guter Pokémon-Trainer bist. Ich muss leider zugeben, dass ich selbst ziemlich Bammel hatte. Ich meine, was wäre aus uns geworden, wenn wir diese Fieslinge nicht angekommen wären, ne? Ich war so froh, dass wir die Silph Company zusammen retten konnten. Wir sorgen schon dafür, dass uns niemand so unter Team Rocket zu leiden hat wie das kleine Tragosso. Jetzt, wo der Ärger vorbei ist, können wir ihn wieder in Ruhe Arenen widmen. Wie sieht's eigentlich bei dir aus, Trudi? Warst du schon in der Arena von Zrafonia City und wie viele Orden hast du überhaupt? Wow, so viele schon. Ich glaube, wenn wir beide so weitermachen, schaffen wir es irgendwann in die Pokémon-Liga. Hä? Wir lassen uns nicht unterkriegen, okay? So viele schon. Fast 2. Genauer genommen 2 weniger. Na? Zrafonia sieht ja deinen unglaublich hohen Stromverbrauch. Da ist es umso wichtiger, dass die Anlagen ordnungsgerecht gewartet werden. Da machen wir nämlich eine Menge Cash-Money mit. Wie von der Electric Corp. Ich klaue Strom von meinen Nachbarn. Mein Magnetilo hilft mir dabei. Ah. Stahl-Pokémon sind geil. Sie ereignen sich in Kampf gegen Feen-Pokémon, weißt du? Ja, Magnetilo ist auch geil. Aber können wir leider nicht haben. Und du hast den ganzen Tag hier nur blöd rumgestanden, ne? Anzeige ist raus. Oh, da liegt ein Item. Warte mal. Na-di-da-di-da. Oh, X-Spezialverteidigung. Schmeißen sie ja noch Müll hier hin, Officer Rocky. Sind wahrscheinlich gar keine Polizistin, hä? Na, bloß du weißt, dass die Team Rocket vertrieben hat. Du musst nicht sagen, ich erkenne es in deinem erschlossenen Blick. Hier, nimm das als Dankeschön. Ein Polizistenset. Ach, jetzt bin ich auch Polizistin. So funktioniert das hier bei Pokémon übrigens. So wirst du Polizist. Ich bin jetzt Polizist. Also alle mal bitte den Kofferraum aufmachen. Ich habe da mal eine Kontrolle durchzuführen. Sabrina, Meister der Psycho-Pokémon. Das wollen wir ja mal sehen, wie meisterhaft das hier läuft. Vielleicht sollten wir mal heilen vorher. Wir haben ja keine Heil-Items, da können wir wenigstens unsere Pokémon mal heilen. So an sich. Muss ja jetzt nicht so unbedingt, aber... Schaut mal, hier ist der Supermarket. Da können wir vielleicht auch mal etwas käuflich erwerben. Hallo, mein lieber Junge. Ich möchte gerne eine Transaktion durchführen. Vielen, vielen Thanks und so. Gib mir mal Hypertrank. 120 nur? Haben die nicht mal 200 geheilt? Scheiß Scam hier. Ich sehe schon, wie es aussieht. Ich sehe schon, wie es aussieht, Herbert, ne? Streckt ihr eure Produkte, ne? Mit Leitungswasser. Das melde ich beim... Ja, keine Ahnung. Wo melde ich denn was im Pokémon? Ja, ich bin doch jetzt selber Polizistin. Ich komme wieder. Keine Sorge. Ich gehe jetzt heilen. Und danach marschiere ich mit meinem dicken Bengel in deinem Laden ein. Und der frisst dir die ganze Gemüsetheke leer. Was machst du dann, hä? Kein Gemüse mehr. Dann wachsen deine Knochen nicht mehr, Kollege. Oh, okay, das ist ein Porygon. Hallo, Porygon. Gang, 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 gang. Und der sich gefreut hat, dass ich ihn angesprochen habe. Er ist richtig glücklich, dass ihn jemand bedachtet hat. Das ist toll. Hallöchen, ne? Willkommen im Pokécenter. Sollen wir wieder... Ja, bitte. Ich bitte darum, Schwester Joy. Joy. Die gute Schwester Joy. So. Dann geht's unseren Jungs und Mädels auch wieder frisch. Danke. Vielen Dank, ne? So. Und auf wieder tschüss. Ich hab da noch eine Mission. Moment. Kann man hier nicht auch Alola-Pokémon? Alola?
Alola. Ich hätte gerne einen Alola-Pokémon. Hallöchen, das warst doch du, junges Fräulein, richtig? Ich komme aus Alola. Bei mir dreht sich alles im Raichu. Wenn du deinen Ja, das kannst du vergessen. Es ist zwar so zuckersüß, aber meins ist shiny, du. Du blöde Nudel. Du willst mir doch bloß meinen Flummi abluchsen. So aber nicht. So läuft das nicht. Wie viele Pokémon haben wir eigentlich im Pokédex inzwischen? Wir können mal gucken. Was sagt denn der Pokédex? Gefangen, 92. Na, das ist auch schon mal gar nicht mal so schlecht. Uns fehlt Ibitak, Arbok, Nidoqueen. Dafür brauchen wir noch einen Mondstein. Für Pummeluft brauchen wir auch noch einen Mondstein. Parasect, das müssen wir nur entwickeln. Das müssen wir auch nur entwickeln. Da müssen wir auch nur entwickeln. Was wir nicht haben, ist Mankey. Das kann ich mir aus Go hochtauschen. Die gibt es ja hier nicht. Vulcano auch. Das kann ich auch aus Go hochtauschen. Ich glaube, Quapsil gibt es hier eigentlich. Genau, Kadabra müssen wir tauschen. Mashok müssen wir tauschen. Hier haben wir alles. Georok müssen wir tauschen. Fleckmann kommt wahrscheinlich auf den Seeschauminseln. Magnetilo im Kraftwerk. Europa wahrscheinlich auf den Seeschauminseln. Wo gibt es Slimer? Gab es die nicht immer in Prismania City, in diesem komischen Teich? Keine Ahnung. Muschas, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch Seeschauminseln. Genau, Apollo müssen wir tauschen. Das müssen wir bloß entwickeln. Kraftwerk. Owei. Owei, Owei. Owei haben wir nicht. Das ist problematisch. Kikli müssen wir uns auch tauschen. Was ist denn nach Nocturne? Das ist Kikli, Nocturne. Ist das Rossana vielleicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, Rossana müsste eher hier sein, ne? So zwischen den ganzen Pokémon. Hier gehört die rein. Denke ich mal. Naja, auf jeden Fall sind wir gut dabei. Und das bisschen, was noch fehlt, das kriegen wir auch noch irgendwie. Eines Tages vielleicht. So, liebe Trudi, wir gehen jetzt mal schön in die Arena. Junger Freund, können Sie uns mal in Ruhe lassen? Ich sagte, in Ruhe! So. Tut mir auch leid, aber der nervt. Der nervt halt. Kann er halt einfach auch mal... Er könnte es ja auch einfach lassen, ne? Es ist... Steht ihm völlig frei, uns in Ruhe zu lassen. Macht er aber einfach nicht. Was soll denn das? Na, no. Geht's gut hier in der Arena? Das sieht ziemlich cool aus. So eine Stadt. Und dann ist ein bisschen ausgehoben. Und so eine Stadt in der Arena drin. Howdy, zukünftiger Champs. Wie geht's? Wie steht's? Wenn das dein erster Besuch in dieser Arena aus, dann hast du ganz bestimmt aus den Socken, ja? Bombastisches Design. Daphronia City ist die größte Stadt Kantos. Dementsprechend groß sind auch die Anforderungen, die wir an die Trainer stellen, die sich beweisen wollen. Eins deiner Pokémon muss mindestens Level 45 sein, sonst darfst du nicht rein. Zeig mir doch mal eins, wenn du hier rein möchtest. Ja, Schlund. Oh, das sieht gut aus. Du hast ein Pokémon dabei, was mindestens Level 45 ist. Jetzt hätte ich nichts mehr davon ab, die Arenaleiterin Sabina herauszufordern. Na gut. Wollen nicht, dass den Leuten hier gewaltig der Arsch aufgerissen wird. Finde ich aber schade. So, ja, mal schräg nach links. Die haben das Layout vom Boden hier ein bisschen verändert. Im Original gab es wirklich auf jedem Wolkenkratzer oder in jedem Raum, wo man halt war, vier Teleporter. Jetzt gibt es hier nur drei. Na? Machen dir unsere Psychokräfte Angst? Nee, tut mir leid. Ich habe keine Angst vor Leuten, die im Bademantel rausgehen. Wobei eigentlich schon. Eigentlich schon. Und die sind unberechenbar, verstehst du? Uiuiuiui. Lamus. Das ist natürlich jetzt ganz toll, wenn wir Sodamax vorne haben. Das freut mich in der Tat. Weil da machen wir bestimmt auch eine Menge Schaden so an sich. Und Schlund ist schwach gegen Psychoattacken. Ja, das ist ja blöd. Nehmen wir mal Flummi. Ich denke, das geht schon. So, Sodamax, einmal zurück bitte. Und dann den guten kleinen Flummi raus. Flummi! Unsere kleine Mauselady gehen. Ach, jetzt ehrlich. Flummi ist müde. Müder Flummi. Ah, komm, den Donner kriegen wir noch raus, bevor du einpennst, oder? Nee, natürlich nicht. Warum sollten wir auch? Surfing! Yeah, this is surfing! Flummi eingeschlafen. Flummi! Was soll denn das? Kannst du das mal nicht machen? Das ist nicht in Ordnung. So, Schlafi-Heiler. Einmal auf den Nackenklatscher. Das heilt vor Schlaf. Habe ich ausprobiert. Funktioniert gut. So, hier Hyperheiler. Zack. Lamus jetzt nochmal surfen. Ach, komm jetzt, Lamus. Das ist nicht gut. Lässt du das jetzt mal? So, jetzt einmal Donner. Wenn der trifft, dann ist gut. Wenn nicht, dann ist... Ach. Weißt du, Flummi, das hast du dir selber zuzuschreiben. Ich weiß, Donner hat keine 100%ige Trefferquote, sondern nur 80. Aber zweimal damit daneben zu hauen, das ist schon eine Chance von 4%. Du bist die 4%, Flummi. Du bist der Grund. Du bist Deutschland. So, dann nehmen wir halt Schlund. Ich lasse mir gerade von Psycho Alex richtig den Arsch aufreißen, ne? Läuft bei mir. So. Das hätte ich auch gleich so machen können. Warum habe ich das nicht getan? Weil ich Angst hatte, dass er Psychokinese einsetzt, wenn ich auf Schlund wechsle. Oh. Reizen Kadabra. Ach komm.
Easy, das macht doch Schlund mit Leichtigkeit. Ene, mene, miste, ich mega saug dich. So. Schlipp und weg. Ah, das hat's ja wirklich getan. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mit Flummi vielleicht weniger rumflummien müssen. Rihon erreicht Level 1. Ich habe noch einen Rihon dabei. Möchte Bodycheck erlernen? Nee. Ich glaube es nicht, ich habe verloren. Da sind ja gleich die Pokebälle aus der Hose gefallen, ja. Kenne ich auch, wenn ich Stress habe, dann fällt mir auch gleich was aus der Hose. So, ja, haben wir noch einen Beleber? Ja, haben wir sogar. Flummi, mach das mal nicht nochmal. Okay, danke. So, hier, darfst dich einmal voll heilen, aber lass das mal. Das war nicht gut. So, wir sind hier durch. Hallöle, geht's gut? Ach so funktioniert das hier. Man entscheidet bloß, wo man hingehen will. Zum Beispiel, jetzt kann ich nach oben links gehen, wenn ich hier lang gehe. Das wird tausendmal einfacher. Oh, ich bin gar nicht nach oben links gegangen. Never mind then. So, hallo, junge Dame. Aha, ein Trainer, der sich nur durch diese Welt irrt. Die hat meine Nasenlöcher zu, deswegen rede ich so komisch. Und hi, Blocky. Freut mich. Exorzistin Kirie, was hat sie denn? Alpollo. Das ist aber kein Psycho-Pokémon. Das melde ich der Gewerkschaft. Die entfernen dich dann hier. Ich bin Polizistin. Du solltest dich mal zusammenreißen. So. Jetzt erstmal Hydropumpe, denn Solarmax weiß im Gegensatz zu anderen Leuten, dass wenn man eine 80%ige Trefferchance hat, dass man auch trifft. Weil 80% ist immer noch mehr als Hälfte. Twitter, Twitter, Twitter. Jetzt nicht twittern, Solarmax angreifen. Ach, Solarmax war auf Twitter unterwegs. Es tut mir auch leid. Das sollten wir lieber lassen. Nicht Spukball. Bla bla bla. Mr. Freeman? Nein. Blieb, blieb, blieb. Twitter, Twitter. Solarmax. Ich schwöre euch, wenn man selbst verwirrt ist in Pokémon, dann ist die KI doch so programmiert, dass man gleich viel öfter getroffen wird. Ob wir gegeneinander kämpfen können? Nee, jetzt nicht. Ich muss jetzt erstmal die Story durchspielen. So, Apollo, weg damit. Zack. So, das war doch mal... So, dann Max, bitte einfach weiter so. Bitte jetzt nicht nochmal mit dem Verwirrungsspaß. Das ist nicht so toll. Nee. So, einfach noch eine Hydropumpe, das tut's. Finster-Aura. Ich bin so wütend. Ja, das macht ja fast zurückgeschreckt. Ach so. So ist es also, na gut. Tiefschlag, ja, ganz toll, ja. Ja, aber so, Max, wenn er nicht verwirrt ist, ne, der trifft mit der Hydropumpe immer. Hat noch nicht einmal verfehlt. Das muss man sagen, das ist schon nicht schlecht. Ein Porno. Umgefallen. Sehr gut, Sodamax, Level 40, das hast du dir redlich verdient. So, schauen wir mal, was haben wir da? Plus 4 KP, plus 3 Spezialangriff, plus 3 Spezialverteidigung. Ja, das ist doch was Feines. Tschüss, Kirie. Wow. Wohlan, zumindest in deinen Attacken hast du dich nicht beirren lassen. Wieso wollen die überhaupt, dass ich ein Level 45 Pokémon habe, wenn ich hier reinkomme, wenn die Trainer gerade mal so Level 40 haben und dann nicht mal 6 Pokémon? Wofür brauche ich ein Level 45 Pokémon? Wenn die das selber hier nicht mal auf Kette kriegen, wer hat die hier reingelassen? Was ist das mit der Organisation hier eigentlich? Will der Typ an der Tür mich einfach nur ärgern? Ist das ein Arschloch? Ich glaub's langsam. Ist das hier wieder Alex? 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 Ja. Alex, Mensch. Was ist, wenn ich hier durchgehe? Beep, beep. Zwei Quallen, beep, beep, im Netz. Nehmen wir halt mal den hier. Hallo? Ah, das hat er ja ganz toll hingekriegt. Meine Oma wäre bestimmt stolz auf mich. So. Dann merken wir uns mal. Das linke Ding fährt uns da nach links weg. Und wenn ich hier durchgehe, komme ich dann nach oben? Nein. Dann komme ich wieder zu Alex. Na gut, dann gehen wir halt hier jetzt hoch. Tschüss, Alex. Nett mit dir. Und dann komme ich hier raus. Was ist denn, wenn ich hier den unteren nehme? Wo gehe ich denn dann raus? Dann geht's weiter nach hier. Hier waren wir noch nicht. Hier ist noch eine Ast-Trainerin. Hallo, Ast-Trainerin. Sabrina ist zwar jünger als ich, aber ich habe trotzdem Respekt vor ihr. Ist gut. Warum? Was hat sie getan? Hat sie zufällig Fotos von der letzten Weihnachtsfeier von dir, Amanda? Amanda. Amanda, ja, Amanda. Ich bin Rosana. Hat sie Fotos von der letzten Weihnachtsfeier von dir, wie du mit deinem Rosana rumgeknutscht hast? Ich weiß. Die hat sie mit mir geteilt. So, dann nehmen wir mal einen Rußrachen. Ich denke, der kann das ganz gut regeln. Unser guter Freund, der Rußrachen. Einmal raus mit dir. Hopp. Bling, bling. Was kommt jetzt? Psychokinese? Das ist okay. Eisattacken werden jetzt in der Tat... Na, wobei so mittelprächtig werden die. Gegen Feuer nicht sehr effektiv, aber gegen Flug sehr effektiv.
Spezialverteidigung sinkt, das ist egal. Ich wette, einen Flammenwurf tut's doch. Los, Rusrachen. Und weg. Tschüss. Danke, Rosanna. Nette Vorstellung. Rosanna umgefallen. Ja, das tut mir aber leid. Alle kriegen sie EP und Amanda wurde besiegt. Ich bin nicht gut genug. Ach Mensch. Ach Mensch. Sind zwei Gegner gleich stark, dann gewinnt immer der entschlossenere Kämpfer. Wenn du Sabrina schlagen willst, sollst du dich voll und ganz auf den Sieg konzentrieren. Ach, keine Sorge, ich bin so oder so stärker. Alles gut. Was soll denn das jetzt? Das war nicht der Plan. Wir gehen wieder zurück. So funktioniert das nicht. Dann gehen wir halt mal hier durch. Gucken, wo wir dann rauskommen. Ach so. Sind wir jetzt nah dran oder eher nicht so? Ich geh mal hier durch. Ich glaube, gegen die haben wir noch nicht gekämpft, oder? Ich kann die Zukunft sehen. Du und ich, wir werden kämpfen. Was, wenn ich jetzt einfach umdrehe nach Hause? Was willst du machen? Hä? Bist dann arbeitslos, Imari? Ach, die sieht richtig aus, als ich. Was soll denn das, hä? Willst du aber meine psychologischen, psychokinetischen Fähigkeiten in Frage stellen? So, aber nicht. Junge, junges Fräulein. Weißt du überhaupt, wie lange ich das hier schon mache? Fast 3 Wochen. Ich bin in der Probezeit. Hab doch mal ein bisschen Rücksicht. Okay, Hydropumpe. Das trifft natürlich, weil Hydropumpe trifft ja immer bekanntlich. Das wird Apollo auch nicht so geil. Stell dir mal vor, ihr seid so ein fliegender Geist, denkt euch nichts Böses, habt den Mund offen. Auf einmal kommt da so 20 Liter Wasser. Es ist auch bestimmt nicht so geil, auch wenn du schon tot bist. Das schmeckt halt auch nicht, ne? Das ist ja Soda, Max. Das ist ja mit Sprudel. Das ist dann schon ziemlich kritisch. Macht dann auch noch Säureschaden. Eieiei, 1 HP, Soda, Max. Yeah, Soda, Max, du bist der Allerbeste. Das war ein Crit, aber du kannst nicht angreifen. Weißt du, Soda, Max, wenn du mir keine Sorgen machen willst, dann will ich dir auch keine Sorgen machen. Mein guter, hier ein Hypertrank. Hast du dir verdient. Bitteschön. So ist das gut. Ein Spukball. Ich habe als Kind übrigens immer Spuckball gelesen. Dachte immer, die spucken einen dann einfach an, so. Das wäre schon ziemlich eklig. Das würde auch erklären, warum die Spezialverteidigung sinkt. Ich hätte auch keinen Bock mehr, wenn mir einer ins Gesicht spuckt. Ja, ganz genau. Hydropumpe trifft natürlich immer, wie man weiß. Zack. Und weg. Tut mir echt leid. Ich schleppe mir auch einen Apollo nach dem anderen an. Aber ob denen das was bringt, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Noch ein Apollo. Ich dachte, komm, dann spülen wir das auch noch runter. Mit einem guten Schluck Sodamax. So. Einmal, zweimal, dreimal Hydropumpe jetzt. Tiefschlag. Nee. Lass das mal. Oh, das erste Mal, was daneben gegangen ist. Das ist natürlich jetzt blöd, weil wir keine Hydropumpe mehr haben. Aber ich denke, ein Surfer könnte es auch tun. Noch ein Tiefschlag. Apollo. Kannst du mal nicht. So, Spüli. Schlüpp. Und hier kommt die Sinnflut. Nee, es reicht nicht ganz. Verflixt. Achso, da Max, wenn du jetzt nochmal angreifst, stirbst du wahrscheinlich. Naja. Irrlicht. Weißt du, da kannst du auch noch ein Arschloch sein, wenn der Kampf fast vorbei ist, ne? Das ist Klassiker. Irrlicht. Sodamax brennt jetzt. Kannst du jemand ein Feuerzeug an eine Sodamax-Maschine halten? Weißt du mal, wie viel Druck auf den Gasflaschen ist? Ich ruf gleich die Polizei. Mit der Arbeitssicherheit habt ihr es hier nämlich nicht. Das Ordnungsamt ist auf dem Weg. Ah, dabei wusste ich doch schon vor dem Kampf, dass ich verlieren würde. Ach Mensch, warum machst du das dann? Toll. Jetzt muss ich hier noch einen Feuerheiler schmeißen, oder was? Hab ich sogar. Ja, bitteschön. Blüpp. Ich könnte übrigens schwören, dass es damals, als Kind, dass ich irgendwie Probleme mit hatte und dass es da auch falsch rum war. Mit Feuerheiler und Eisheiler, wo Eisheiler dann die Verbrennung geheilt hat und der Eisheiler dann das Brennen. Das war nicht so. Aber ich hätte schwören können, es wäre so gewesen. Na, junger Freund, alles gut? Obwohl Sabrina noch so jung ist, hat sie es bereits zur Arenaleiterin geschafft. Diese Stelle hat sie sich hart erarbeitet. Wenn du also gegen sie kämpfen willst, musst du dir dieses Recht ebenfalls erst erarbeiten. Gut, was soll ich machen? Handstand auf einer Hand? Warte, mach ich. Maximilian. Ein Kadabra. Damit habe ich kein Problem, Maxi. Und so, der Maxi. Ja, ja. Der stärkste Max ist jetzt aus dem Ball raus. Der stärkste Max, der darf jetzt loslegen, der Soda-Max. Haben natürlich jetzt keine Hydropumpe mehr. Das könnte riskant werden, aber wir machen mal Surfer. Ich meine, er ist immerhin Level 41 unterwegs. Das ist schon ein bisschen besser, wenn auch nicht viel. Lichtschild. Denkst du echt, jetzt bist du sicher, jetzt so Spezialattacken nur noch halben Schaden machen? Ich habe auch Siedewasser.
wenn es dich interessiert. Ich habe auch Siedewasser. Schlüpp. Ah, gut. Das hat jetzt irgendwie auch nicht so gut. Naja. Aber der Gedanke zählt. Fairflix, noch eins. Ich muss übrigens kurz mal husten. Einen kleinen Moment. So. Entschuldigung. Kadabra. Du alter Schlümmel. Er ist ein schlimmer Lümmel. Bist besiegt. Sehr schön, Sudamax. Noch ein Gegner, dann bist du Level 41. Noch ein Kadabra. Das machen wir mal lieber physisch, wenn die schon Lichtschild stehen haben. Da Wasabi mal ran. Hopp, weg mit Sudamax. Und rein mit Wasabi. Kling, kling. Lieber Wasabi. Zeig dem guten Max mal, was denn hier los ist. Mit seinem Kadabra. Mach mal einen Knochen mal ran. Zack. Ach, einer reicht? Tja, hätten sie mal lieber Reflektor gemacht, ne? Wäre vielleicht besser gewesen. So ist das gut. So, Max reicht mit 41. Sehr schön. Und Maxi wurde besiegt. Tut mir leid, Maxi. Tut mir echt leid. So, können wir hier durch? Wo geht's denn da hin? Es geht noch weiter nach rechts. Da steht ja noch einer. Was ist denn jetzt mit dir los? Hallo. Lässt du mich mal in Ruhe? Ich hab dir nichts getan. Aha. Na, Sabrinchen, alles gut bei dir? Boah, da sitzen die ganzen Zuschauer. Na, geht's euch gut? Und der Dicke da. Ich brauche zwei Stühle. Was ist denn das da hinten links für einer? Soll das ein Wanderer sein? Du Scheiße. Da sitzen sie alle. Oh, tschüss Sabrina, ne? War nett mit dir. Tschüss. Das ist jetzt irgendwie blöd, ne? Hätte ich auch besser lösen können. Ach Mann. Naja. Scheiß drauf. Ich weiß ja jetzt, wo es lang geht. Als ob ich mir das gemerkt hätte. Verflixt. Hier. Wir müssen ganz nach rechts. So, dann hier runter. Bitteschön. Okay. Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Bitte, 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 bitte. Nein, das ist falsch. Das ist ganz, ganz falsch, wo ich jetzt bin. Zurück. Hilf mir doch einer. Wo muss ich lang? War das hier? Ich muss dann wieder nach rechts durch zu den Ananas-Trainern. Das sieht nicht sehr gut aus. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Aber ich versuch's einfach mal. Schlipp. Na, junge Dame, ich glaube, bei der hier waren wir schon. Versuchen wir es mal hier. Bitte, bitte, bitte. Ja, das sieht gut aus. Bei dem jungen Mann waren wir schon. Und dann hier. Ja, 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 das ist richtig. Und jetzt hier oben links. Na gut, dich nehmen wir noch ran. Diese Arena ist eine bekannte Trainingsstätte für übersinnlich Begabte wie mich. Du willst Sabrina herausfordern, oder? Das kann ich sofort erkennen. Was denkst du, was ich sonst hier will? Schön Pausenbrot essen? Oben auf dem Hochhaus? Was eigentlich gar nicht existiert, Kilian. Alles gut? Alles gut bei dir? Hypno. Ach du Kacke. Das Schlimmste an Hypno ist immer noch die Nase. Ich meine, warum hat er die? Was ist damit los? Warum hat er so riesige Kniescheiben? Hat er so viel Druck auf den Beinen, dass seine Kniescheiben so rausquellen? Burp. Ich weiß es nicht. Alles okay, Hypno? Willst du drüber reden? Alles in Ordnung bei dir. Nimm dich das Leben auch nicht zu hart ran, mein Kleiner. Hypnose, ja, danke. Danke für gar nichts. Mein Sami ist eingeschlafen. Masami, wär's mit Aufwachen? Bitte? Nee, schade. Hätte ja klappen können. Jetzt kommt Traumfresser, ja. Wie reizend. Hasse Traumfresser, das macht viel zu viel Schaden. Ich meine, er heilt sich ja nicht. Der wird auch von vollen HP auf leere HP gehen. Masami kennt da gar keine anderen Einstellungen bei seinen Gegnern. Einfach voll und leer. Ex und Hop und tot. Schlupp. Ach, Hypno. Sag mal, Wasabi, schläfst du nicht unruhig, wenn deine Träume gefressen werden? Willst du nicht langsam mal... Nein! Find der geil, steht der drauf. Und hi, Becky, schön, dass du da bist. Wasabi, jetzt komm! Hallo! Bitte, aufwachen! Irgendjemand! Wasabi! Danke. So, zack, Knochen auf den Kopf. Und noch ein Knochen auf den Kopf. So läuft das. Hypno, aua! Hypno wurde besiegt, Wasabi kriegt EP, sehr schön.
Level 52, das hast du dir verdient, Wasabi. So mehr oder weniger. Naja, was soll's. So, da magst du klar EP und dem Rest geht's auch gut. Ganz so begabt bin ich vielleicht doch nicht. Da sind mir gleich die Bälle aus der Hose gefallen. Ne, scheiße. Naja, scheiß drauf, Kilian. Jeder hat mal klein angefangen. So, wen nehmen wir denn mal nach vorne? Wir sind ja alle nicht mehr ganz so fix hier. Nehmen wir mal den Rußrachen nach vorne. Welchen Level entwickelt sich Rihon eigentlich nochmal? War das 42? Ich glaube ja. In der Tat. Hallo Sabrina, geht's dir gut? Swoosh! Na? Da bist du ja. Ich habe vorausgesehen, dass du kommen würdest. Seit ich als Kind einen Löffel runtergeworfen habe und der sich auf übernatürliche Art verbogen hat, weiß ich, ich besitze übernatürliche Kräfte. Bist du sicher, dass der nicht einfach nur blöd aufgekommen ist? Deshalb nennt man dich auch die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ich kämpfe nur ungern, aber deine Gedanken verraten mir, du wirst darauf bestehen. Wenn es dein Wunsch ist, werde ich dir zeigen, wozu ich fähig bin. Oh, zu roten Kontaktlinsen. Uiuiui, jetzt habe ich aber Angst. Da zittern mir die Hände. Na? Sabrina? Alles gut? Ui, die guckt ganz schön böse. Ich glaube, die fand das nicht so lustig. Aber ich mag das, wie ihre Pokébälle so fliegen können. Ja, ich glaube, die Sabrina hier ist doch... Die hat was drauf. So, Rosrachen. Aber wer nichts drauf hat, das ist Pantymos. Jetzt ohne Spaß. Den mag keiner. Weg mit dem. Sabrina, komm. Ich mach den mal weg und dann können wir den richtigen Kampf anfangen. So. Tschüss. Ach, Mist. Ah, immerhin brennt er. Hohe Spezialverteidigung. Jetzt auch noch ein Lichtschild machen. Ja, was soll denn das? Ashs Mutter mag Pantymos. Ja, das stimmt. Das ist ja wahrscheinlich auch die Einzige. Die mag Pantymos aber nicht nur. Die hat da ein ganz anderes Verhältnis zu Pantymos, über das wir hier nicht reden möchten. Wirklich nicht. Und trotzdem lässt sie ihn aus dem Hundefutter abfressen. Oh Mann. So, als nächstes Lamus. Da nehmen wir mal nicht den Rußrachen. Da nehmen wir mal Flummi. Blöd ist, dass das Lichtschild noch steht. Da ist ein Megasauger jetzt nicht so das Beste, was wir machen können. Aber ein Donnerschlag dürfte es vielleicht tun. Raus mit dir, Flummi. Kling, kling. Hoffentlich geht's gut, kleiner Flummi. Oh, Lamus. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Lamus sich wieder zurückentwickelt, wenn das Muschas loslässt. Stimmt das? Ist es dann wieder einfach nur ein Flagmon? Das muss echt eine ziemlich heftige Rückentwicklung gehen. Naja, gehen mich nicht an. Okay, pass auf, Flummi. Du boxst den jetzt um und dann wechseln wir aus, bevor du einschläfst. Ist das eine Maßnahme? Das klingt doch gut so. Einmal zack. Zip. Lamus besiegt und wenn ich jetzt wechseln darf, dann schläfst du auch nicht ein. Und das wäre doch die Maßnahme, die wir hier ergreifen könnten. Klingt das gut? Ich hoffe doch. Verflixt nein, Flummi! Bin nicht zufrieden mit der Gesamtsituation. Zurück auf Rußrachen. Wir zünden jetzt eine Frau an. Sabrina, was soll denn das? So, Rußrachen. Rosshähnchen. Das Geräusch von Rosshahn, das hat mich immer sehr nervös gemacht als Kind. Ich weiß auch nicht, das klang irgendwie so fies. Und sie ist... Ah, nee, sie ist nicht sehr resistent. Todeskuss hat verfehlt, na hoffentlich. Was macht Todeskuss eigentlich nochmal? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Paralysiert das oder vergiftet das oder bringt das instant um? Ich glaube nicht, dass das instant umbringt, oder? Ich habe keine Ahnung, was war Todeskuss nochmal? Die Attacke sieht man auch nie. Das hat, glaube ich, nur Rosshahn, oder? So, Rußrachen, Level 52. Ich sag euch, was Todeskuss macht. Wenn ihr das von einem römischen Soldaten macht, dann verhaften die dich und kreuzigen dich danach. Und dann kriegst du 20 Silbertaler. Genau das passiert dann. Verrätst du deine Freunde für 20 Schekel? Ich glaube auch. So, Wasabi, du machst das Simsala. Todeskuss macht Schlaf. Ja. Deswegen Todeskuss, weil die dir die Luftzufuhr abdrückt. So, und dann bist du irgendwann bewusstlos, weil du einfach keine Luft mehr kriegst. Schlafen nennen die das. Ewiger Schlaf. So, Knochenmarang. Na, Simsala, hast du heute vor, Eis essen zu gehen? Hast ja zwei Löffel mitgebracht. Darf ich einen abhaben? Ja, Wasabi? Der hat nämlich keine Lust auf Eis essen. Find der nicht gut. Find der schon gut. Aber der mag gar nicht mit dir Eis essen zu gehen, Simsala. Und dem bleibt das immer im Bart kleben. So, Simsala wurde besiegt und Wasabi kriegt EP. So ist das fein. Rion reicht damit 32. Nett. Flummi reicht damit 52. Sehr gut. Ich bin erschüttert. Aber verloren ist verloren. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe das vielleicht nicht alles gegeben. In Anerkennung deines Sieges verleihe ich dir den Sumpforden.
Hast du das gehört, Herr Wu? Ja, klar habe ich das gehört. Ich bin ja nicht taub. Du hältst den Sumpforden von Sabrina. Sehr schön. Mit dem Sumpforden gehorchen dir nun alle Pokémon, die du von Trainern erhältst. Vorausgesetzt, ihr Level ist nicht höher als 70. Ach, und nimm noch diese TM. Gedankengut. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Nett, dankeschön. Das ist Gedankengut. Das Pokémon, das diese Attacke einsetzt, konzentriert sich, um seinen Spezialangriff und seine Spezialverteidigung zu erhöhen. Psychokräfte sind nicht bloß in einem kleinen Kreis an Menschen vorbehalten. Theoretisch kann jeder sie erlernen, viele wissen es nur nicht. Dankeschön, Sabrina, dankeschön. Dann schauen wir mal, ob wir Gedankengut bei irgendjemandem auch haben wollen. Das ist jetzt die Frage, wo ist es denn? Gedankengut da. Wer kann es denn erlernen? Ich bin bei Siedewasser. Hier, Gedankengut. Nur Flummi, das ist in der Tat ziemlich underwhelming, das lassen wir lieber sein. Tschüss. Danke, Sabrina. Das war doch ganz nett. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal schnell heilen. Hoffentlich belästigt uns nicht gleich wieder irgendjemand. So, dann holen wir mal unseren Rußrochen raus. Dann sind wir schneller unterwegs. Nun setzt die Reise an der Seite von Rußrochen fort. Yeah! Turbo! Wo war denn das Pokécenter? Hier unten, richtig? Ja. Danke, Russi. Und dann können wir einmal heilen. So, bitteschön. Wieder fit. Das klingt gut. Das nehme ich einmal bitte zum Mitnehmen. Können Sie mir das in eine Tüte packen? Mein Evoli in eine Tüte packen. So, das klingt doch gut. Ding, 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 ding. Vielen Dank für deine Geduld. Die Pokémon sind wieder topflit. Wir sehen uns bald wieder. Ja, mache ich, mache ich. Vielen Dank. So, dann können wir aber mal gucken noch ganz schnell, bevor ich den Part beende, ob wir nicht Hevo mal wieder ins Team nehmen wollen. Welches Level ist das? Hevo ist 50, sieh da mal. Und dann schmeißen wir erstmal, ich würde sagen, Wasabi raus. Aber Wasabi ist schon Level 52. Nehmen wir erstmal wieder Hevo mit. Und dann darf Hevo auch mal wieder kämpfen. So. Weil ich möchte Rihon nebenher noch ein bisschen leveln. Ich habe jetzt immer gern ein Pokémon noch im Team, was ich noch entwickeln soll, damit wir den Pokédex vollkriegen. Aber das ist dann eigentlich erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Bis dahin, euer True Tüdelü. Und speichern. So. Gut, und im Stream machen wir ganz kurz Pause. Bin sofort wieder für euch da. Bis gleich.